erinnern. Wir müssen uns daran erinnern. Und das ist sozusagen der Grund, warum ich optimistisch bin. Die Leute sagen, wie willst du 6,5 Milliarden Menschen überzeugen von deiner Traumtänzerei, von dieser Philosophie? Ich sage, ich muss sie überhaupt nicht überzeugen. Ich muss sie nur daran erinnern, was sie eigentlich wissen. Und deswegen haben Sie das Manifest herausgegeben? Ja, dass ich sage, ich will die nur daran erinnern. Und wenn die sagen, du kannst sie nicht erinnern, weil die haben das ja nie erlebt, dann sage ich doch, ich habe in den Gesprächen mit Heisenberg erlebt, wenn wir uns Geschichten erzählen, dass wir am Schluss zu einem Ergebnis kommen, wo wir sagen, ja, ja, ja. Und alle sagen, wie sind die dazugekommen? Und er sagte dann, wir haben nicht versucht, den einen oder den anderen zu belehren, sondern dieser Dialog, den wir haben, liebenden Dialog, der also nicht korrigieren will, sondern du bist anders als ich, können wir diese Verschiedenheiten nicht verwenden, dass du mich an etwas erinnerst, was ich vergessen hatte und umgekehrt. Und wenn wir zusammengehen, auf einmal können wir etwas erkennen, was wir beide vergessen hatten. Und dann sind wir eine Stufe weiter. Und das ist der Grund, dass ich den Leuten sage, ihr braucht nicht die moderne Physik zu lernen, sondern nur etwas, was eigentlich alle Weltreligionen im Hintergrund sagen, ja? Es ist im Hintergrund eine Weisheit da. Mhm. Du musst auf diese Weisheit hören. Und du kannst nicht auf die Weisheit hören, wenn du aufschreibst, was die Weisheit ist, dann machst du sie gar kaputt. Sondern du musst sie in dir selber erfahren. Und wenn du sie nicht erfährst, brauchst du jemand anderen, der dir hilft. Oder ein anderes Gleichnis ist, du musst dich selber in eine Situation begeben, wo du sagst, also jetzt weiß ich überhaupt nichts mehr. Ich verstehe gar nichts mehr. Ja? Auch unser Anfang aus Situation mit Heisenberg, ich verstehe es gar nicht. Können wir darüber reden? In diese Situation reingehen. Ist keine angenehme Situation, die die meisten sagen, oh, ich habe Angst. Ich schwebe da und ich weiß nicht, was ich machen soll. Es ist der Punkt, wo ich fantastisch bin mit meiner Fantasie, weil ich nicht gehindert werde von den, soll ich das machen und das. Nein, ich mache mich einfach los. Ja? Also wichtig ist, uns zu erinnern, und wichtig ist aber auch ein Netzwerk. Es haben ja über 130 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Persönlichkeiten aus aller Welt dieses Manifest unterzeichnet. Ist Ihnen das wichtig? Ja, das ist mir wichtig. Aber es ist nicht das Netzwerk, sondern für mich bedeutet es nur, ich bin eine Welle gewesen, und ihr sagt, wir sind doch alle Wellen auf demselben Ozean. Und ich habe es in eine Sprache gebracht, wo sie nicht gesagt haben, er hat es mir gesagt, ah, ich spüre auch unter mir, was mein Wasser ist, ist ja gar nicht mein, sondern das ist, was wir gemeinsam haben, dass sie dieses Gefühl haben, wir müssen nicht was Neues lernen, sondern müssen erinnert werden, was wir eigentlich sagen, er hat ja recht, aber ich kann es nicht ausdrücken, ja? Und dass man auch die Religion wieder in diese Richtung bekommt. Wir haben es ja überall in den Religionen, das gemeinsam, dass man den anderen so behandeln soll, wie man selbst behandelt werden muss. Das sind die allgemeinen Aussagen, die immer wieder sagen, du hast die Verpflichtung, mit dem, was du mehr weißt, die anderen wieder in die Gemeinschaft zurückzugehen und einen größeren Organismus zu machen, wo du die eine und die andere Ausdrucksweise mit drin hast und nicht sagt, alle müssen jetzt Englisch sprechen oder so. Nein, etwas Gemeinsames zu machen. Etwas Gemeinsames. Sie haben das Global Challenges Network gegründet und in 2 Wochen geht diese Plattform, Internetplattform online. Was wird man da finden? Ja, ich frage mich, wie verändern wir die Welt? Ja? Alle sagen, ja, ich meine, die Leute sind zu dumm, wir müssen das den Experten überlassen. Ich sage, die Experten, die sind nicht dumm, aber sie sind zu eng. Die sehen sozusagen die alte Welt und das sehr exakt und die interessiert es gar nicht, was das eigentlich bedeutet. Die meisten arbeiten mit der modernen Physik und die sagen, ihr macht da immer jetzt noch Theorien daraus und zerbrecht euch den Kopf. Das spielt doch keine Rolle. Hauptsächlich, es funktioniert. Keller sagte, ich musste die Wasserstoffbombe bauen, weil ich war ja nicht sicher, ob es funktioniert. Und erst wenn ich sie gebaut habe, dann habe ich sozusagen den Schritt gemacht. Dann sage ich, das will ich überhaupt nicht machen. Ich kann auch nachdenken und sagen, wenn es geht, dann passiert etwas Schreckliches. Ja? Das heißt, wir müssen einfach Vertrauen haben, dass wir im Hintergrund haben wir ein höheres Wissen.
und nicht nur das, was wir uns handwerklich eben angeeignet haben. Und ich behaupte, es gibt im Augenblick in der Welt, ich weiß nicht, sagen wir mal 7 oder 10 Millionen Menschen, die genau wissen, warum es sozusagen nicht klappt, was wir machen. Aber die sind da und sagen, ich bin ganz allein gelassen. Weil die Regierungen und die Medien und so fort, die sagen ja immer, was wir alle meinen, und das sind fabrizierte Dinge, ja. Ich möchte, dass die Leute, die alle wissen, wo es schief geht, warum es schief geht, dass die wissen, dass sie nicht allein sind. Ich möchte nicht eine Google-Welt aufhören, sondern ich möchte sagen, ich kann doch dieses Problem so lösen. Aber alle sagen, es geht nicht, weil sie gar nicht mehr zuhören. Die Regierung sagen, meckern tun sie alle. Aber wie die Lösung aussieht, nicht. Aber sie hören ja nicht zu den Leuten. Jetzt muss man sagen, doch, wir wissen das alles. Und du kannst nachsehen, wir haben einen Humus im Hintergrund, der überhaupt nicht gefragt wird. Und das sind dieser die wenigen Humus, Menschen. Den wollen Sie jetzt vernetzen, ja, auf dieser Plattform? Der Humus ist da. Lokalinitiativen, oder was wird man da? Es sind die Lokalinitiativen, aber die sind über die ganze Welt verbreitet, mhm, ja. Das heißt, überall findet es, es ist wie ein Meer, das da ist. Ich will nur sagen, die sollen voneinander wissen, dass sie fruchtbar sind und nicht immer in die Ecke gestellt werden und sagen, ja, ihr Paar, die also spinnt, auf die hören wir nicht. Die Zivilgesellschaft muss zeigen, dass sie im Hintergrund auch eine Sprache sprechen kann, die diese Probleme lösen kann, sodass die Regierungen sich nicht auf die Wirtschaft verlassen muss. Und es ist nicht nur die Realwirtschaft, sondern die Finanzwirtschaft, die überhaupt keine Werte produzieren. Ich meine, das ist, was mich aufregt. Was ist denn die Wertschöpfung in der Wirtschaft? Und ich höre das immer, wenn ich mit diesen Leuten rede, die sagen, ja, wir schaffen doch Werte, aber die Werte, die ihr in den Naturwissenschaften gefunden habt, das sind doch keine Werte. Wir haben andere Werte, die sind unbeschränkt, aber eure sind immer beschränkt. Ich sage, ihr seid doch auch Menschen, also müsst ihr die Beschränkungen auch sehen. Nein, wir haben keine Beschränkung, weil die Fantasie des Menschen unendlich, mhm, ist. Aber es ist doch nicht die Wirtschaft, die diese neuen Dinge entdeckt. Es sind doch diejenigen, die wissen, wenn sie in diesen Schwebezustand kommen, kreativ werden. Und es sind genau die, die in dieser Hetze des Alltags zugrunde gehen, weil man gar nicht die Ruhe hat, mhm, kreativ zu sein. Nicht? Das ist die Schwierigkeit, die wir haben. Und ich möchte die sammeln, die diese Ruhe haben und dass die miteinander spielen. Und dann würde ich sagen, dann können wir auch Änderungen machen. Und also viele sagen, warum bist du so optimistisch? Ich sage, ich bin optimistisch, dass der Kalte Krieg zu Ende gegangen ist, ohne Blutvergießen. Wäre für mich auch ziemlich unmöglich gewesen. Aber es hat geklappt. Warum? Viele haben gesagt, ja, irgendein großes Glück ist geschehen, weil sie gar nicht die Leute gesehen haben, die im Hintergrund waren. Es ist nur ganz wenige, die gesagt haben, wir sind doch Homo sapiens, wir sind doch keine Homo economica. Also wenn wir die anderen Menschen als Mitspieler sehen, statt als Gegenspieler, sind, ja, wir der Zukunft schon viel näher. Ja, und das brauchen wir gar nicht zu lernen, weil wir wissen das auch. Und das ist mir auch damals im International House klar geworden, wenn die Sprache nicht mehr ausgereicht hat und man hat es nicht ganz verstanden. Dann sind wir in den großen Saal gegangen und haben miteinander getanzt. Ja? Der Tanz. Auch der Tanz ist für mich ein... Der Tanz ist für mich so etwas als ein Beispiel, wo man selber auch ein bisschen Fähigkeiten entwickeln muss. Man stolpert ja am Anfang, aber wenn man links und rechts hat, jemand, der den tanzen kann, dann lerne ich es auch und ich kann es nicht perfekt. Aber wenn wir alle zusammen tanzen, dann passiert etwas. Sie sagen, es ist ja wunderbar, überall die strahlenden Gesichter. Man braucht nicht einmal Alkohol zu trinken, um ununterbrochen zu lachen. Ja? Hans-Peter Dürr, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Danke.